Na, servus Leon, herzlich willkommen bei History of the Fototour. Ihr seht schon, es ist nicht wirklich eine Fototour, denn wir befinden uns am heimischen Schreibtisch. Aber ich bin auf meine Fototouren auf einen Begriff gestoßen, der mich immer wieder verfolgt hat, und zwar die Säkularisation. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch ganz einfach in 2 Minuten hier in diesem Video. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, wird Bescheid, würde ich mich freuen. Apropos freuen, schaut auch mal im Shop vorbei. Da gibt es coole T-Shirts mit Motiven von den Fototouren. Und jetzt, ganz einfach erklärt, die Säkularisation. Film ab! Was ist die Säkularisation? Ganz einfach für euch erklärt. In der damaligen Zeit hatte die Kirche einen enormen Einfluss. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war die Nummer 2 im Staat ein Mann der Kirche. Napoleon hat das geändert. Er hat die politische und geografische Lage in Deutschland und in Europa verändert. Territorien des damaligen Heiligen Römischen Reiches wurden mit anderen Staaten zusammengelegt. Was bedeutet der Begriff Säkularisierung? Dieser bedeutet allgemein jede Form von Verweltlichung, Beschlagnahmung von kirchlichem Eigentum durch den Staat. Ein konkretes Beispiel: 1789 in der Französischen Revolution wurden sämtliche Kirchengüter durch den Staat Frankreich beschlagnahmt und an das Volk versteigert. Den geistlichen Staaten, ein geistlicher Staat ist unter anderem heute noch der Vatikan, wurden ihre Herrschaftsrechte entzogen und die Gebiete dieser geistlichen Staaten verleibten sich die großen Länder wie Deutschland oder Frankreich und andere Länder ein. Die Kirche und der Staat wurden zunehmend voneinander getrennt. Der kirchliche Besitz von Bistümern und Abteien wurde enteignet und dem Staat, in unserem Fall Deutschland, zugesprochen. Seit dieser napoleonischen Zeit werden die Kirchen aber für die Verluste der Säkularisierung vom Staat entschädigt. Schon vor 100 Jahren stand dann in der deutschen Verfassung, dass mit diesen Ausgleichszahlungen nun Schluss sein sollte. Denn derzeit werden 540 Millionen vom deutschen Staat jährlich an die evangelische und die katholische Kirche überwiesen und das aus Steuermitteln. Ob sich aber an dieser Ausgleichszahlung jemals etwas ändern wird, ist fraglich. Denn die Politik sichert sich natürlich da auch Einfluss bei kirchlichen Fragen, zum Beispiel bei der Ernennung von Bischöfen. Und die Kirche baut auch Kindergärten und Schulen und vieles mehr. Und das ist die Säkularisation auf einen Blick Ende des 17. Jahrhunderts aufgekommen. Die Menschen und die Gesellschaft haben sich von der Kirche durch das Zeitalter der Aufklärung abgewandt. Die kirchlichen Güter, die Gebiete, die Ländereien wurden von dem Staat beschlagnahmt und zur eigenen Nutzung verwendet.